Da sind wir wieder zurück mit der Pro League Action. Und ihr kriegt jetzt auch Sound. Ich werde mich beherrschen müssen. Anscheinend ist das Mikro zu laut. Und deswegen eine sehr laid-back-Cast jetzt. Nach dem doch etwas spannenden Spiel vorhin zwischen FaZe und Hellraisers. Haben wir jetzt Heroic gegen Fnatic. Und Heroic hat es schnell auf den B-Spot gebracht, die Bombe schon gelegt. Und eigentlich müsste die Runde sowas von gewonnen werden, ja. Also JW noch mit einem Headshot. Die Position von Heroic super stark, dass sie hier schon reingekommen sind. Haben alles abgeaimt gehabt praktisch. Alles, also die CTs hätten da wirklich gar nichts zustande bringen können, außer wenn Heroic es mit Absicht verloren hätte. Also 1-0 für Heroic. Und hier noch kurz das machen. Dann haben wir das wahrscheinlich auch. Genau. Also sollte das passen. Ja. Passt alles. Vielen Dank, Frostpact, für deine Notiz. Hat nach der Recherche in der Pause dazu geführt, dass sie geupdatet wurde. So macht sich auch Ingenieur nützlich. Und die Runde lief nicht gut für Heroic. Habt ihr sicher selbst gesehen. Huhu, Nico. Ja, das war ein starkes Ding. Kann man so lassen, auf jeden Fall. Und wir haben wieder eine Anti-Eco für Heroic, nachdem sie diesen Scare von vorhin überlebt haben. Oh, Snappy! Entschuldigung, ich wollte nicht laut werden. Bei JW. Mit dem Knife. Gegen Snappy. Und jetzt der Dreimann-Stack auf B. Das schaut für Heroic schon mal nicht so geil aus. Da kommt nochmal ein schöner Kill von Lecro. JW steht mit der MAC-10 schon im richtigen Spot. Kriegt auch das Ziel. JW, Modi geht down. Nico alleine gegen 4. Wie viel kann ein Mann noch tun? Nicht viel. Sollte er zumindest tun können. Gegen den hat er vorhin schon bewiesen, dass er treffen kann. Aber er wird nicht mehr gepiekt. Fnatic will ihm da keine Chance geben, in die Runde zu kommen. JW leert's mit dem Timing rum. Fnatic gewinnt also dann doch noch eine Eco, nachdem sie vorhin fast eine gewonnen hätten. Gewinnen sie die wirklich. 2-1. Heroic ist zwar noch in Führung. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern.
JW schießt daneben. Der zweite trifft aber. Der dritte auch. Golden hilft aus. JW auf der Suche nach mehr Kills. Aber Lacro funkt ihm kurz dazwischen. Zwei schöne Kills für ihn. Fnatic also das 2-2 gesichert. Und die erste Waffenrunde zwischen den beiden Teams. Lacro committed auf den Full Spray und schießt da ziemlich lang daneben. Musste natürlich auch mit Crims. Geschieht im Endeffekt das gleiche, bloß dass er eine Spray-Transition durchführen musste und die ihm nicht gelungen ist. JW jetzt im MTW. Golden ist mit dabei. Oh, schöner Shot von JW. Golden geht aber down. JW nochmal mit der Chance gegen Snappy, aber der hat sich dann dünne gemacht. Und Heroic rotiert auf dem Baseboard. JW hat das schon gecheckt. Oder? Ja. Ist so auf dem Weg. Ist ja auch ganz klar, dass sie da sofort rotieren, um die Bombe sicher legen zu können. Modi oben auf dem Zug hat ihn, glaube ich, nicht gesehen. Nee, er schaut immer noch. Jetzt weiß JW auf jeden Fall, wo Modi ist. Hat schon die CZ im Anschlag, aber Modi hat das irgendwie gerochen. AWP wird mit rübergenommen für ihn und Heroic ist wieder zurück am Drücker. Fnatic hat nicht so viel Geld. Crims hat nur $2,500. JW kann sich zwar eine AWP leisten, aber Crims muss eben schauen, wo er bleibt. Heroic also mit einer sehr guten Chance, gerade eine gute Führung rauszuarbeiten. Und das auf Train auf der T-Seite. Ihr wisst, was das bedeutet. Nichts Gutes für Fnatic, obwohl sie eigentlich ja bis vorhin sich sehr gut im Spiel gehalten haben und dann ja auch eigentlich die Kontrolle gehabt haben. Jetzt ist eben das Geld das große Problem. Flasher nur mit der UMP. Und Aztec mit dem ersten Kill für die T's über Ivy. Jetzt, JW, der war viel leichter als die anderen Shots. Zum Beispiel der und der. Und den kriegt er nicht mehr raus. Aber Rubino ist super low HP. Da kommt Flasher und holt ihn sich mit der UMP. Kann dann auch gleich upgraden auf die Ave. 2-3 dank JW. Und wenn er den ersten Schuss getroffen hätte, was wäre denn dann passiert? Lacro wurde von Nico auf jeden Fall gesehen. Oh, das wäre die Gelegenheit jetzt mit dem Free Fire um die Ecke. Geht aber nichts rein. Lacro überlebt dieses Duell. Oh, Modi schießt auf die Leiche. Jetzt wissen sie, woher er kommt. War auch nicht so ein großes Geheimnis. Die Bombe liegt immerhin kurz vor Ivy. Crims im MTW. Lacro auf dem Zug. Sofort sehen, wenn Modi was... Oh, nein, die wollte er nicht. Die Ave, 15 Sekunden reichen ihm nicht, um das 1v2 zu klatschen. Er will also saven. Sieht man nicht so häufig auf der T-Seite. Aber in dem Fall macht es mehr oder weniger Sinn. Aztec kann kaufen. Ah, das... Ich weiß nicht. Also, da wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Nee, sie forcen. Sie forcen komplett runter, ja. Macht Sinn. Also, vollkommen richtig. Die Entscheidung. Sie forcen alles rein. Aztec hat eine AK. Modi mit der Ave. Ich würde die fast an Snappy weitergeben, aber offensichtlich ist sich Modi gerade sicher, dass er es mit der AWP reißen kann.
eine Schlüsselrunde für beide Teams. Der erste Kill in Ivy für Heroic. Echo schieben sofort auf den B-Spot. Golden hat über Ivy sehr viele Informationen über die T-Linie bekommen, aber ehrlich gesagt, sie da schon ein bisschen überinterpretiert. Ja, man kann immer noch von Main und Popdog auf den A-Spot. Golden kauft sehr viel Zeit, aber die Bombe sollte eigentlich gelegt werden, wenn JW nicht gewesen wäre. Und dann kommt Flasher noch dazu. Also, worst case für Heroic. Was ist da los? Eigentlich so eine gute Ausgangslage. Und dann gehen sie so down. Sie lassen sich da auch von Golden mit einer MP9 unter Druck setzen. Da schießt auch niemand dagegen. Irgendwie eine komische Runde, finde ich. Ja, Heroic hat den Popdog eingenommen. Fnatic schiebt komplett auf B. Golden ist der Einzige da an der T-Linie. Und Heroic schafft es nicht, die Bombe zu legen gegen einen durch die Smoke pushenden JW und dann einen Flasher, der von Ivy kommt. Also extrem schwach von Heroic eigentlich. Die hatten natürlich auch kein Full-Buy, aber Fnatic hatte auch zwei SMGs dabei. Oh, jetzt der erste Kill von Flasher. JW sprayt mehr oder weniger mit der Diebe. Aber Flasher ist noch da, USP-Kills gegen die nicht geschützten, nackten Ts. Kein Problem, 5:3 für Fnatic. Aber wird gleich weitergegeben, Match pausiert. Zieht Heroic gerade die Reißleine. Taktische Pause für Heroic, ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich schreie jetzt oder ich werde jetzt nicht ausrasten, weil das Mikro immer noch übersteuert anscheinend. Bis das gefixt ist, werde ich mich etwas zurückhalten, soweit es geht. JW und Flasher und auch Lecro relativ aktiv unterwegs. JW checkt sogar die Main. Ja, kann man mal machen mit der Ave. Ganz alleine, keine Support Flash. Grimms ist da zum Traden. JW macht das auch natürlich ganz gerne. Wissen wir alle selber. Und dadurch, dass Fnatic immer wieder so viel Informationen sammelt, egal wo, können sie. Also vorhin haben sie das nicht ganz richtig interpretiert, die Information, aber jetzt sollte es doch ganz gut zu interpretieren sein. JW spottet auch jemanden oben auf dem Müll. Es lässt auf einen A-Split schließen. Nochmal der Schuss. Jetzt sollte JW es nicht übertreiben. Ja, er geht down. Lecro geflasht. Crims der Nächste. Er ist auch in der Main, hat aber dann noch gesmoked. Flasher ist nachgerückt, um den Popdog zu halten. Golden ist noch an der Grundlinie, kann jetzt auch noch aushelfen. Aber Heroic rotiert zum B-Spot. Jetzt muss sich Flasher darum kümmern. Er sucht nochmal raus und das war sein Fehler. Crims jetzt im 1 gegen 4. Keine Chance mehr für ihn. Und Heroic hat eigentlich mit mehr, naja, nicht Glück als Verstand. Versteht mich nicht falsch, aber ich sag mal, JW hat es übertrieben. Ist zu weit nach vorn gegangen oder hat sich da zu lange dann noch aufhalten lassen. Oder aufgehalten, sagen wir es mal lieber so. Und Lecro im Popdog ganz alt ausgeschaut, voll in die Flash geglotzt.
Nach dem ersten Kill von JW kann sich Fnatic eigentlich zurückziehen und Heroic machen lassen. Dann lasse ich Crims mit dem Rifle halt stehen, hab JW, dass der tradet und versuche nicht auf Teufel komm raus hier zu fighten, sondern fighte lieber hier. Kann Legro sich an die E-Box stellen oder sowas und hier saven. Also oder womöglich dann da. Die Ts müssten ja dann erstmal noch hier hin, um die beiden Spieler hier zu killen. Ah, war auch unglücklich, dass Jada wieder überhaupt gestorben ist. Aggression und Information ist immer ganz gut. Aber zu viel ist manchmal eben einfach zu viel. Hier sehr proaktiv von Golden. Ivy gedeckt mit der MP9. Geht jetzt mit der HE weg. Crims pusht in den Pop-Dog. Ich hoffe, dass Legro ihn da vor der Flash gewarnt hat. Er schaut sogar noch rein, okay. Sieht er erstmal niemanden, aber Heroic bleibt ihrem Go treu. Weiterhin 2 im Pop-Dog, 3 über A-Main. Nachdem sie im Pop-Dog abgeaimt haben, kommen jetzt die Fixpunkte. Aztec schaut rein und da ist JW wieder in A-Main drin. Dass Heroic sich da nicht besser drauf vorbereitet. Genau, da hätte ich Legro vorhin gerne gesehen. Er lässt JW halt richtig hängen. Ist auch wieder eine interessante Aufstellung. Gut getradet natürlich auch von Heroic. Jetzt Legro von Golden mit der MP9. 19 Sekunden. Nico direkt neben ihnen am Spot. Die Smoke schützt Legro. Nico kann sich aber denken, dass er nach links weg ist. Er muss runterspringen und dadurch ist die AK kurz, nicht genau. Und dann der Kill für Legro. 6 zu 4 für Fnatic. Den Umständen entsprechend immer noch eine gute Halbzeit für beide Teams, interessanterweise. Durchaus. Es könnte auf die ein oder andere Seite eben in diesem Fall wirklich einseitig sein. Wenn Heroic sich in der dritten Runde davon von JW killen lässt oder Crims eben dann gleich einen Refrag setzt oder Legro nicht stirbt im Pop-Dog, dann ist Fnatic hier 8-2 vorne. Wenn Heroic sich eben hier von JW nicht naschen lässt und auch von Crims nicht, dann ist das eine 6 zu 4 für Heroic. Also es kann in beide Richtungen gerade ausschwingen, das Pendel. Und das weiß Heroic. Sie wollen jetzt auf den B-Spot gehen. Legro und Flasher stehen noch dort. Die Smokes verhindern aber, dass sie Kills machen können. Die T ist schon relativ weit vorgegangen. Rubino blauäugig an die Smoke entlang gepusht. Legro steht stabil. Schöner Kill gegen Aztec. Den nächsten kann er sich nicht mehr holen. Aber Golden kommt von hinten. Wird er schon abgeaimt von Snappy hier mit der Scout. Das schaut nicht gut aus für Heroic. Flasher holt sich Moddy. Snappy wurde gerade gespottet an der großen Rampe. JW holt sich währenddessen Nico und damit ein 1 gegen 4. Snappy muss zuschlagen. Aber er wird selber geschlagen von JW. Bombe. Diffused. Ein Kit ist da. Geht auch durch. 7 zu 4 für Fnatic. Es geht gerade eigentlich hin und her, was die Spots angeht. Aber Fnatic ist trotzdem immer wieder gut aufgestellt.
wichtiger Shot von JW, aber gegen die Eco können seine Team jetzt noch gut aushelfen. Und da sind schon wieder 2-3 Kills für ihn drin. Schaut es euch an, 18 Frags in 12 Runden. Für JW ist das gerade echt nicht mehr als Formsache. Und jetzt geht er mit Darwin in den Pop-Dog. Na klar. Heroic mal daran zu hindern, immer gleich aufzubauen. Crims killt Nico. Solange Golden den Pop-Dog, den Ivy hält, ist alles okay. Jetzt kommt die Mörder-Nate. Aber er wird auch gemördert. Snappy und Rubino verlieren aber sehr viel HP. Crims ist schon da, um auszuhelfen, aber abgesmoked. Und dadurch kann Aztec um den Spot rumlaufen. Wird dann aber von Lecro erwartet. Er kann jetzt abkühlen. Crims hält weiter Main. Lecro sollte eigentlich ihn schützen. Rubino schaut aber nicht nach unten. Der Crims kriegt dann noch die Bombe in die Hand. Snappy tradet ihn aber. Und Heroic bleibt in der Runde. JW eingeschlafen. Im Pop-Dog, da wachsen schon Spinnweben in seinem Scope. Jetzt wurde ihm auch gesagt, dass sie schon längst auf dem Spot sind. Und zack, zack. Wie gesagt, Formsache für JW. Ach so, Leute, sagt mir doch gleich, dass die gerade schon auf A sind. Dann hätte ich die doch sofort getötet. Also wirklich. Mann, Mann, Mann. Irgendwie fühlt sich dieses Match komisch an. Für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber... Interessant. Nicht minder unterhaltsam, natürlich. So habe ich das nicht gemeint. Das ist nur... für eine durchwachsene Art konstant. Mal sehen, ob JW wieder in Main reingeht oder nicht. Nee. Flasher schnappt sich der Modi. Geht sogar nochmal weiter. Er müsste nicht. Er hat immerhin Lecro noch als Supporter. Aber er will mehr. Ja, warum willst du dich mit einem 5 gegen 4 gegen eine Eco zurecht... zurecht... na. Ihr wisst das. JW. wenn wir jetzt nicht so einfällt, sage ich einfach JW. JW. Easy. 10 zu viel für Fnatic. Nein, warum solltest du dich zufrieden geben mit einem 5 gegen 4 gegen eine Eco, wenn du auch noch weiter pushen kannst? Sag mal, JW wieder sehr aktiv an den B-Hallways. In Golden, wie gehabt, Ivy. Und JW mal wieder mit dem First Break gegen Modi. Er rennt schon wieder weg. Flasher, Auto-Noob. So viel Geld haben die Schweden mittlerweile. Modi wird innerlich ausrasten. Ich sag's euch, ist selber Schwede. Ja, er kennt die Jungs auch ganz gut. Wer hat es nicht in Erinnerung, den epischen Handshake-Deny von Fnatic? Vollkommen zurecht, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Geschichte. Und Flasher wartet weiterhin. Der Skin ist ja durchsichtig da. Achso, nee, das ist die Waffe. Ups. Ich dachte, das ist der Skin. Der Scope ist aber durchsichtig. Und da holt er sich gleich mal 2. Schön geaimt von ihm. Auch wenn es mit der Waffe vielleicht nicht das Allerschwerste ist. Er war unter Beschuss. Golden Push 4. Easy peasy.
11:4 für Fnatic auf Train. Da finishen sie Heroic aber doch sehr schnell ab. Obwohl man sagen muss, dass er, also obwohl man sagen muss, dass Heroic gar nicht so schlecht in Form ist. Und sie haben zwar auch ein paar herbe Niederlagen einstecken müssen in letzter Zeit, aber prinzipiell haben sie sich ganz gut gefangen. Immerhin spielen sie ohne Yugi. Yugi, ihr Main-AWPler. Snappy ist derjenige, der es übernommen hat. Und ich meine, der Skillabfall zwischen Yugi und Snappy an der AWP ist mehr als spürbar. Das ist ungefähr senkrecht. Und ironischerweise eben der Ersatzspieler, der trotzdem weiterspielt. Aztec und Rubino. Jetzt beide, obwohl einer den anderen ersetzen sollte. Im Team. Es ist nicht ganz sicher, wann Yugi wieder zurückkehren wird. Er hat anscheinend persönliche Probleme. Ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass es auch seinen Bekannten und Verwandten gut geht. Fnatic geht es auf jeden Fall hervorragend in dieser Pistol Round. Guter Start hingelegt. Jetzt muss ich aufpassen. Moddy versucht, dein Teammate zu retten. Aber Crims killt beide, damit das 12:4. Und Fnatic macht hier eine stabile Figur. Aztec jetzt mal mit dem ersten. Wir haben. Boah, ich wollte gerade hinschalten, sorry. Nur den falschen Spieler ausgewählt. Ich wollte nämlich zu Flasher und Aztec hat ihn in genau diesem Moment gekillt. Oh, Rubino spottet da an Ivy jemanden. Das kann sehr wichtig werden, dieses Duell zwischen Golden und Rubino. Mein, zu diesem Zeitpunkt ist jedes Duell wichtig. Aztec ist in die Locker Rooms. Aber Lecro killt ihn da. Crims auch gleichzeitig gegen Moddy zugeschlagen. 3-3. Fnatic hat zwar ausgeglichen, spielertechnisch, aber noch keine Position einnehmen können. Das ist ein Faktor, der noch für Heroic spricht. Auch wenn es nicht mehr lang dauert. 50 Sekunden. Noch heißt so lange, bis Fnatic ihren Move wagt. Golden zieht alle drei zusammen, damit sie nicht einzeln von irgendeiner Pistole überrascht werden können, sondern zumindest den Refrag machen können, dann ist der Plant eigentlich zu 100% sicher. Das ist die Logik. Aber wenn Golden jetzt... Oh, Rubino dreht sich gerade weg. Ah, das ist... Wie gesagt, das ist auf eine konstante Weise chaotisch. Irgendwie passieren so viele kleine Sachen in diesem Matchup. Es könnte, naja, nicht jetzt 12:4 für Heroic stehen, aber es könnte viel anders da sein gerade. Ganz anders. Snappy versucht die Scout und die Deagle für die nächste Runde zu saven. Da hat Fnatic 13 Runden und Heroic nichts zu kaufen. Golden übertreibt's nicht mit dem... Also übertreibt's mal nicht. Hier 4 HP. Okay, er bleibt am Leben. Er musste vor der Bombe fliehen. Gleichzeitig aber auch aufpassen, dass Snappy ihn dann nicht killt. Ging alles gut aus. Fnatic mit einer 9-Runden-Führung. Und ja, Fnatic ist auf LAN extrem stark gewesen vor der Pro League Season. Haben sie ja die IEM gewonnen und die WSG geholt. Jetzt... Ist das natürlich schon ein bisschen länger her. Und für viele vielleicht auch sogar schon in Vergessenheit geraten. Denn in der Pro League stehen sie als Drittletzter vor der Relegation. Aztec mit der Diege am B-Spot.
4 Leute kommen danach. Mal sehen, was die so alles erreichen können. Modi pusht nach oben. An der großen Rampe entlang. Er wagt den Peak in den Spot und wird dafür bestraft von Legro. Die Glenan von Nico ist auch nicht erfolgreich. Die Scout von Snappy aber schon. Schöne Hits von ihm. Hat auch schon den Kill gemacht. Legro mit 12 HP bleibt erstmal weg. Kein Grund, hier einen 2-on-1 zuzulassen. Flasher lurkt gerade noch. Kommt von hinten, oder seitlich besser gesagt, durch den Connector. 4-3. Da hat das Snappy noch gesehen. Nimmt nochmal Maß und kürzt ihn um eine Kopflänge. 14-4 für Fnatic. 2 Runden noch und sie haben diese Map gewonnen. Heroic hat aber noch einen Fullbar jetzt. Es wird nicht für die AWP reichen. Aber sie haben verhältnismäßig viel Gegner dabei. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Haben keinen Full Kevlar gekauft, sind bei den kleinen Westen geblieben. Snappy, der einzige mit Helm. Spielt aber keine Rolle gegen die AKs. Könnte man jetzt sagen, lass den Helm weg und hol dir eine Nade dazu. Ist aber eh schon down. Aztec, der einzige, der den Frag machen kann. Modi wird auch ganz unglücklich geholt von Legro. Er eine gute Partie macht gerade. Ein 1 gegen 3 für Rubino. Um es zu retten, Legro auch mit dem. 3 Ks für ihn. 20 Frags. JW mit 23. Und ich meine, Golden war kurz vorm Abschuss. Sie hatten sich Exist schon rausgesucht. Doch dann entschied sich Fnatic einfach um und hat Golden behalten. Nach ihren Siegen bei der IEM und der WESG auch nicht verwunderlich. Jemand, der als Ingame-Leader dein Team zu 2 Erfolgen dieser Größenordnung, also vor allem die IEM, führt, sollte vielleicht nochmal eine Chance bekommen. Ich hoffe, dass da auch keine No-Hard-Feelings entstanden sind zwischen den Spielern. Rubino kriegt einfach nicht den Winkel. Aber Modi kriegt ihn gegen JW. Jetzt kann sich Rubino wieder auf Ivy konzentrieren. Da kommt die Doppelflash durch. Er schießt voll daneben. Der zweite sitzt. Golden auf 28 HP. Kommt der Molotov. Ja, Rubino weiß gar nicht, wo er jetzt hinaimen soll. Am Ende schießt er einfach nochmal und zieht sich zurück. Golden muss also nochmal flashen im Falle der Scout. Und Modi schnappt sich Legro, also ein 1 gegen 3 für Golden. Fast nicht zu gewinnen. Es ist die Knochenregel, die mal wieder zuschlägt. Er baitet die Smoke raus und nutzt sie selbst zu seinem Vorteil. Und dann geht er doch down. Modi mit dem 4K. Der Schwede rächt sich an seinen Landsmännern und Ex-Teamkollegen. 15-5. JW gegen Rubino. Also da jetzt ein echt sehr simples Setup von Fnatic. Sie rennen einfach die Ivy durch. Golden. Wow! Wow, okay, der zweite war von JW. Trotzdem, Golden rennt einfach hin und sprayt und schießt und macht alles kurz und klein. 16-5. Heroic instant weg. Kein Wunder, nach der Map willst du einfach nur deinstallieren. Ganz, ganz dumm gelaufen für Heroic. Tja, leicht wird's nicht, das zu verdauen. Aber sie haben noch eine Map. Cobblestone ist die zweite Map des Matchups. Fnatic sehr eindeutig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Heroic eigentlich
ein Team, das sie auch zum Strugglen bringen kann. Ich bin mal gespannt, ob es auf Cobblestone ähnlich eindeutig wird oder nicht. Wir gehen in eine kurze Pause und dann bin ich wieder zurück mit der ESL Pro League 99 Damage und Heroic gegen Fnatic. Bis gleich.